Promi-Geflüster, heute eine neue Ausgabe. Wir haben heute mal wieder eine Schauspielerin zu Gast. Viele kennen sie vielleicht unter ihrer Titelrolle, die Lilli Gruber. Und wenn ich Lilli Gruber sage, dann wissen es natürlich die eingefleischten Fans natürlich schon längst. Es geht um den Bergdoktor, das ist die Tochter davon. Und sie wird gespielt natürlich von der Ronja Feucher. Und dazu sage ich erstmal Hallo und herzlich willkommen. Grüße dich, Ronja. Ja, hallo, lieber Frank. Schön, dass ich da sein kann. Vielen Dank. Sehr gerne, sehr gerne. Ich hab's gerade ja gesagt, der Bergdoktor. Und da sind jetzt die 14. Staffel, ist, glaube ich, laut Aussagen vom ZDF die erfolgreichste gewesen. Und die ist jetzt gerade vor kurzem zu Ende gegangen. Und ja. Aber ihr seid schon wieder mittendrin am Drehen. Wir sind wieder mittendrin. Es ist ja wirklich hier der Wahnsinn, was wir schon wieder drehen dürfen. Wir sind jetzt den ganzen März über in Osttirol gewesen und haben da das Winterspecial gedreht. Und ja, es wird sehr, sehr spannend. Ich hatte jetzt gestern meinen letzten Drehtag und dann im Juni geht's weiter mit der Sommerstaffel zum mit Drehen. Mit der 15. Sommerstaffel. Und da, glaub, da tut sich bei der Lilli auch einiges. Die mit ihrem neuen Freund, mit dem Feuerwehrmann, glaube, da gibt es spannende Geschichten, die man erwarten kann, oder? Das stimmt auf jeden Fall. Also es wird sehr aufregend und ich freue mich einfach so über, also mit der Lilli, dass sie jetzt endlich mal einen Freund gefunden hat in der letzten Staffel und bin selber sehr gespannt, wie es weitergeht natürlich. Mein Kollege, der Timon Ballenberger, ist ein super netter und ich freue mich schon auf gemeinsame Drehtage wieder. Und ja, es ist ja äußerst spannend gewesen, die letzte Staffel. Da werden mir die Bergdoktor-Fans wahrscheinlich zustimmen und ich freue mich schon, ja, wie es dann weitergeht. Genau, da sind wir alle schon gespannt. Das Ganze dann wieder ab Januar 2022, genau. Genau. Aber worauf oder weshalb ich eigentlich auch nochmal extremst aufmerksam geworden bin auf dich, es gab da eine Ankündigung von der Plattenfirma. Ich habe hier mal die CD, ich hoffe, es gelingt mir jetzt einzublenden, genau. Danke, ganz einfach, danke. Bei wem bedankst du dich damit? Sind zum einen, glaube ich, die Fans über so viele Jahre Treue und natürlich auch, denke ich mal, wird es auch noch andere Leute geben, wo du dich mal bedanken möchtest. Genau. Ich finde Danke einfach ein super Wort und ich glaube, wir alle sollten viel öfter Danke sagen. Und wir alle haben Menschen in unserem Leben, bei denen wir uns bedanken können und es vielleicht manchmal vergessen. Und für mich war es einfach eine Herzensangelegenheit, dass mein erster Song für die Fans ist, für die Menschen, die uns seit so vielen Jahren unterstützen und uns treu sind und uns begleiten, uns Mut machen. Und jetzt natürlich, wenn ich jetzt in meinem privaten Umfeld eine Person aussuchen müsste, der ich Danke sagen will, dann ist es natürlich mein Felix, mein Verlobter. Genau. Da haben wir auch schon ein bisschen was gehört und erfahren. Es ist auch ein Schauspielkollege, glaube 2 Jahre jünger sogar. Aber ihr kennt euch schon recht lange, gell? Wir kennen uns schon relativ lange. Felix und ich waren ganz lange in derselben Schauspielagentur. Und wir haben uns dann wieder kennengelernt bei einem Theaterstück tatsächlich. Wir haben zusammen ein Weihnachtstheaterstück gespielt im Innsbrucker Dom. Und dann ist er mir entgegenspaziert bei der Leseprobe. Und da habe ich mir gedacht, mei, was ist denn das für einer? Und ja, jetzt 5 Jahre danach bin ich mit dem verlobt. Die Liebe meines Lebens, wie es halt manchmal so ist. Es ist wirklich, ich habe ein ganz, ganz großes Glück gehabt mit meinem Felix. Glückwunsch dafür, genau. Ist da, ja, verlobt, dann kann man eigentlich schon fast ausgehen davon, irgendwann werden die Hochzeitsglocken läuten, oder? Ja, hoffentlich, du, das ist hoffentlich der nächste Schritt. Also wir haben beide gesagt, dass wir keine Corona-Hochzeit wollen und es ist natürlich die Frage, gut, wann ist das wieder möglich? Wann können wir da heiraten? Das wissen wir noch nicht, wir lassen es auf uns zukommen und sind da eigentlich relativ offen, relativ spontan und hoffen natürlich, dass es bald mal klappt, aber wann das genau ist, wissen wir selber noch nicht. Genau, ihr seid ja noch jung, lasst euch Zeit, das muss alles reifen, genau, richtig. beim Bergdoktor ist er jetzt noch nie aufgetaucht, gell?
Nein, nein. Ich glaube aber auch, dass er das nicht wollen wird. Ja. Also ich denke, Felix und ich sind ja zwei eigenständige Personen, zwei eigenständige Künstler. Und ich glaube, wir machen natürlich einfach unseren Weg nebeneinander so zusammen, aber jetzt nicht als so Einheit, sondern jeder macht seinen eigenen Weg. Und ich denke, dass er, glaube ich, eigene Ziele hat, die jetzt vielleicht nicht mit meinen so über so gleich sind. Alles klar. Und dann denke ich mal, gibt es auch noch mal liebe Menschen bei dir. Also da dreht sich dann alles um die Oma. Zum einen die eigene Oma Ja. und auch deine Filmoma. Ja, versteht euch auch recht gut. Ja, also ich muss wirklich sagen, die Monika Baumgartner ist der coolste Mensch, den ich kenne, wirklich. Also wenn ich mal in ihrem Alter bin, will ich auch so cool sein wie sie. Die Moni ist so ein herzensguter Mensch, die hat so einen Humor, die ist so jung geblieben, die bringt immer alle zum Lachen, schaut immer auf alle. Also wirklich, ich habe so ein Riesenglück, mit ihr arbeiten zu dürfen und ihre Filmenkelin spielen zu dürfen, weil das wird uns natürlich für immer verbinden. Und da bin ich schon ganz schön stolz darauf, dass ich sie so gut kenne und dass ich mit ihr arbeiten darf. Das glaube ich, genau. Und zu deiner richtigen Oma, da gibt es auch eine ganz, ganz enge Beziehung natürlich. Sie hat dich am Anfang ja auch zu allen Drehorten und Dreharbeiten begleitet, gell? Ja, also die Großmutti ist tatsächlich der Grund, warum ich heute hier bin, wo ich bin. Also einerseits natürlich, weil sie meine Oma ist, eh klar, ohne sie wird es mich nicht geben. Aber die Großmutti hat mich immer begleitet, die war überall dabei, die hat mit mir am Nachmittag Schulaufgaben gemacht, die hat mir Rechnen und Schreiben und Lesen beigebracht, die hat mit mir die Drehbücher durchgelesen, die hat mit mir den Text gelernt. Also die Großmutti ist so eine coole Socke und für mich einfach so ein Grund, warum ich jetzt hier bin. Und ich bin echt, also wenn ich was vermisse in diesem letzten Jahr wegen dieser Pandemie, dann ist es wirklich meine Großmutti zu besuchen. Also das vermisse ich schon sehr. Also in dem Fall ein ganz, ganz großes Danke an deine Ja, ein Großmutti, ganz, ne? ganz großes Danke an meine Großmutti, so ist es. Genau. Jetzt natürlich, wenn man dann gerade in der, wie du angefangen hast, beim Bergdoktor, du sagst gerade ja, du bist ja natürlich noch zur Schule gegangen, Drehbücher lernen und so weiter. Andere Kinder sind da auf dem Spielplatz oder treffen sich mit Freunden. Für dich ging es Ja. dann gleich zum Dreh, oder wie muss man sich das vorstellen? Damals. Ja, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Genau so war es. Also ich hatte oft natürlich sehr lange Tage. Ich habe ja, als ich in die Schule kam, habe ich angefangen zu arbeiten. Also mit 5 Jahren habe ich dann angefangen zu drehen. Mit 5 Jahren wurde ich dann auch eingeschult. Und ich war immer sehr viel von daheim weg. Ich habe eigentlich durchgehend gedreht. Ich habe durchgehend irgendwo was gearbeitet. Auch teilweise natürlich ganz woanders. Ich war in Osttirol, ich war in Afrika für 3 Jahre, ich war in der Karibik, ich war in Deutschland. Und das fordert natürlich viel von einem Kind, aber ich glaube, als Kind nimmt man das auch ganz anders wahr. Für mich war es einfach immer ein Spaß und für mich hat es immer Freude mir gemacht und es war immer eine Aufregung, ein Abenteuer und ich habe ganz viele tolle Sachen erlebt und da waren dann irgendwelche Tiere, mit denen ich drehen durfte und was weiß ich. Also ich habe das nie als Belastung wahrgenommen, aber jetzt als erwachsener Mensch, wenn ich zurückdenke, denke ich mir manchmal Wahnsinn, wie ich das geschafft habe. Ich weiß nicht, ob ich das heute nochmal so als Erwachsene schaffen könnte. Ja, klar, das ist natürlich schon extrem. Ja, kann man schon sagen, auch Belastung, Stress, klar, als Kind. Klar, gut, man Ja. nimmt es da vielleicht auch noch mal ein bisschen anders wahr. So, jetzt haben Genau, wir so ist es. natürlich drei Baustellen, wenn wir so sehen, was ich so nachgeschaut habe, für in deiner gerade aktuellen Situation. Du bist Schauspielerin, hast ein Ja. Buch geschrieben oder schreibst an einem Buch. Genau. Und jetzt natürlich noch die Musik. Wie kriegt Ja. man das alles unter einem Hut? Ui, viel einen guten Koffer haben und viel reisen. Also ich bin, also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein Mensch bin, dass ich versuche, sehr gut auf mich acht zu geben. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, weil gerade in dem, was ich so mache, ich
gebe natürlich sehr viel von mir. Und gerade in diesen Berufen, in denen ich mich bewege, gebe ich sehr viel von mir selbst. Es sind sehr persönliche Momente, die ich mit anderen Leuten teile. Es sind persönliche Gedanken, es sind Gefühle, die ich zeige. Und ich glaube, da ist es besonders wichtig, dass du dann für dich ganz klar Grenzen ziehst und sagst, okay, diese und jene Zeit ist dann aber wirklich nur für mich und das geht dann auch keinen anderen was an. Mhm. Und lustigerweise, gerade jetzt in meinem Beruf oder die Menschen, die jetzt das arbeiten, was ich arbeite, wenn man so viel immer teilt mit anderen, ist man in manchen Situationen dann ganz zurückgezogen. Also es gibt wirklich Tage, wenn ich frei habe, wenn ich jetzt nichts arbeite, da rede ich eigentlich kein Wort mit niemandem. Da will ich keinen anrufen, da will ich keine Fragen antworten. Wenn mich jemand fragt, wie geht's dir, dann sage ich, ach, ist jetzt wurscht. Ich will dann gar nichts mehr geben, weil man immer so viel gibt. Und ich glaube, man braucht dann ganz klar so die Zeit für dich, ein gutes Buch lesen, einen Kaffee trinken, in der Sonne sitzen und einfach mal gar nichts geben, einfach nur mal sein und einfach nur mal ganz bei sich sein. Ja, gut, klar. Die Musik, wie geht's jetzt da weiter? Die Single ist draußen, du sitzt am Klavier, du spielst auch Klavier, hast... Ich habe die Liebe entdeckt zum Klavier, okay. Sagen wir es mal so. Also Klavier ist wirklich ein tolles Instrument. Oder Flügel für mich. Flügel, ja, es stimmt. Also es ist ja wirklich ein toller Flügel in dem Musikvideo. Und ich habe jetzt neu entfacht meine Liebe zu Musikinstrumenten. Ich habe ja schon als Kind das Akkordeon gelernt und ich habe die Ukulele gelernt. Da haben wir was gemeinsam. Ich habe auch Akkordeon gelernt. Ja? Ja, super. Da fällt mir gerade ein, da gibt es immer alle paar Jahre in Innsbruck dieses große Akkordeon-Festival, wenn du dich da... Ja, ja. Ich muss sagen, weißt du, ich habe es zwar gelernt, aber ich bin furchtbar, ich kann keinen einzigen Ton spielen. Also ich bin jetzt niemand, der jetzt auf Festivals geht, aber... nee, ich meine nur, da gibt es immer riesen Spektakel dann, das ist so ja, alle super. Paar Jahre. Ja, genau. Deswegen gibt es da auch einen guten Bezug zu Innsbruck dann wiederum, genau. Ja, ja, Musik insgesamt dann, wie gesagt, wie geht's da weiter? Entsteht da jetzt auch ein Album? Also ich darf noch nicht alles verraten, aber ich sag mal so viel. Es folgen weitere Lieder. Ich fahre nächste Woche nach Berlin und schreibe weiter an Liedern. Ich schreibe die ja selber, also wir produzieren die selbst. Und es ist sehr spannend und ich bin ganz ungeduldig. Also ich merke, ich bin so richtig so, ich will jetzt alles voller Adrenalin und alles machen und geht natürlich manchmal nicht so schnell. Ja, ja. Nee, da sind wir natürlich schon gespannt, was da auch da von der Ronja kommt in naher Zukunft. Also es wird nicht kein Stillstand, es geht gerade weiter, voller Tatendrang, sowohl beim Film als auch bei der Musik und natürlich aufs Buch sind wir auch gespannt. Ja, also gibt's einiges. Genau, wenn man da natürlich jetzt alles noch ein bisschen mehr wissen möchte, du bist natürlich auch internetpräsent, das ist ganz klar. Schöne Homepage gibt's da. Die heißt nicht ganz genau. Meine Homepage heißt www.ronjaforcher.de. Ganz einfach nur mein Name. Jawohl. Und sonst, wenn man etwas mehr auf Social Media am Weg ist, kann man mich auch suchen auf Instagram Ronja Forcher oder auf Facebook Ronja Forcher Official. Sehr gut. Also bei Instagram, da folge ich dir schon. Ich hoffe, wir kriegen da ein Gegenfollow hin. Na klar. Sowieso. Genau. Und ja, da habe ich auch schon gerade nochmal drüber geschaut. Da sind auch interessante Beiträge drin. Gerade auch nochmal aus Berlin. Ja. Von der Plattenfirma, wo du da auf so einer schönen Schaukel dahin schwingst. Ja, das war toll. Das war fürs Musikvideo, oder? Nein, das war tatsächlich mein Besuch bei Universal, also bei meinem Label. Ja. Und die haben da im Eingangsbereich so ganz viele Schaukeln hängen und da ist mein inneres Kind ausgeflippt und da habe ich ganz wild geschaukelt. Okay. Das war wirklich toll. Sehr schön, sehr schön. Ja, wunderbar. Also, wie gesagt, es gibt viel Spannendes. Wir können da gerne mal eine Fortsetzung machen, wenn wieder wieder klar ist, wo es lang geht oder wo man wieder berichten darf, auf alle Fälle. Hat mich jetzt ganz, ganz toll gefreut, dass du so kurz vor Ostern noch die Zeit gefunden hast, hier bei mir reinzuschauen.
Und ich hoffe, Sehr wir sehen gern. uns irgendwann mal live. Auf Vielleicht auch jeden mal bei Fall. den Dreharbeiten irgendwo am Rande, wie auch immer. Mal schauen. Sehr gern, jederzeit. Wunderbar. Dann grüß mal das ganze Team nochmal von Promi-Geflüster sozusagen. Mach Persönlich kennen Sie mich ja noch nicht, aber das wird sich hoffentlich irgendwann ändern. Und dann wünsche ich dir jetzt alles, alles Gute und eine gute Zeit. Komm gut durch die weitere Corona-Zeit. Dankeschön, du auch. Eine Alles Sache Liebe euch. zum Schluss noch, ganz kurz. Fällt mir doch noch ein, jetzt müssen wir noch mal zu den Ja. Dreharbeiten schnell kommen. Wie habt ihr denn gedreht grundsätzlich jetzt in der Corona-Zeit? Weil oftmals gab es ja doch ein paar innige Szenen, wo man sich dann manchmal denkt, ups. Ja, wir haben uns sehr, sehr viel getestet. Also ich kann es nicht anders sagen. Ich wurde also jeden zweiten Tag wurden wir getestet. Immer bevor man das Set betreten hat, wurde man getestet nochmal. Und man hat ja natürlich eine Maskenpflicht, außer wenn die Kamera läuft. Also da sind wir leider auch nicht davon ausgeschlossen. Und wir hatten da wirklich sehr, sehr strenge, aber auch gute Corona-Beauftragte, die nur deswegen da waren und die nur darauf geschaut haben, die auch immer ganz bei der Mittagspause geschaut haben, ah, mehr Abstand und Masken auf in der Schlange und was auch immer. Also da hatten wir einfach ein gutes Team und wir haben uns natürlich alle an die Maßnahmen gehalten, weil war ja unser Schutz und der Schutz von den Teammitgliedern war ja natürlich ganz wichtig für uns. Ganz klar. Ja, Ja. hoffen wir mal, wie gesagt, dass dieser Spuk hoffentlich bald wieder vorbei ist und wir alle wieder Ja. uns normal irgendwo bewegen können. Genau. Gut, Sehr dann gern. jetzt, Ich hoffe bald. ja, dann wie gesagt nochmal an dieser Stelle dir alles Gute, eine gute Zeit und Dankeschön. bis ganz, ganz bald. Ciao, Dankeschön.